In diesem Video geht es um das Thema Auflager. Welche Arten es gibt, wie sie dargestellt werden, wie sie in Wirklichkeit aussehen und vieles mehr. Es gibt in der Statik viele verschiedene Arten von Auflagern, aber die drei, die am häufigsten vorkommen, sind die Einspannung, das Festlager und das Loslager. Diese drei Auflager unterscheiden sich hauptsächlich in der Anzahl von Bewegungen, die sie ermöglichen und demzufolge auch in der Anzahl von Kräften, die sie aufnehmen können, auch bekannt als Auflagerkräfte. Fangen wir mit dem Loslager an. Es wird auch als Gleitlager oder verschiebliches Auflager bezeichnet. Ein Loslager lässt Verdrehungen und horizontale Verschiebungen zu und bietet daher einen Widerstand nur gegen vertikale Verschiebungen. Es kann also nur Kräfte in Y-Richtung aufnehmen und weist daher auch nur eine Auflagerkraft auf. Loslagern begegnet man in Wirklichkeit sehr häufig beim Brückenbau. Als nächstes haben wir das Festlager. Es unterbindet alle Verschiebungen, lässt aber Verdrehungen zu. In anderen Worten kann es Kräfte in X- und Y-Richtung aufnehmen und weist somit zwei Auflagerkräfte auf. Als Festlager werden sehr oft einfache Anschlüsse im Massiv- oder Stahlbau betrachtet. Diese nennt man auch gelenkige Lagerungen. Und dann gibt es noch die feste Einspannung. Dieser Lagertyp lässt weder Verdrehungen noch Verschiebungen zu. Er kann also Momente und Kräfte in X- und Y-Richtung aufnehmen. Bei einer festen Einspannung treten daher drei Auflagerkräfte auf. Ein typisches Beispiel dafür ist der Anschluss von Balkonen. Ein weiteres Auflager, dem man sehr häufig in der Statik begegnet, ist das Momentengelenk zwischen zwei Trägern. Das ist nicht als festes Auflager zu verstehen, aber es kann vertikale und horizontale Kräfte aufnehmen und übertragen. Ganz wichtig, bei Gelenken können keine Momente auftreten. Natürlich gibt es noch andere Lagerarten und auch nichtlineare Auflager. Diese werden wir uns aber in einem nächsten Video anschauen. Das waren von uns die Lagerarten, denen man am häufigsten in der Statik begegnet. Wenn ihr noch Vorschläge oder Ideen für neue Videos habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wir hoffen, dieses Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.